Ja, hallo ihr Lieben, grüße euch. Trailer jetzt nachträglich angespielt. Wäre ich noch in Hessen beim TUS, was würde geschehen? Das ist sicherlich ein Thema. Wie ich auf diesen Hauptfilm dann gestoßen bin, liegt einfach daran, dass ich in den letzten Tagen natürlich dann auch immer wieder reflektiert habe bei ich war nicht direkt bei Familien, aber habe mich immer gefragt, wie überstehen die das? Wie überstehen die das in kleinen Wohnungen? Wachsen da Familien zusammen? Gibt es da jetzt eine neue positive Einheit oder brechen da ganz viele Familien in dieser Krise auseinander? Ich erwähne jetzt nur nochmal Existenzängste, kleiner Raum, komplette Angst vielleicht auch in dem Zusammenhang. Und dann ist mir dann natürlich auch der TUS eingefallen, an den ich übrigens noch sehr oft denke, von dem ich auch in den letzten Tagen sehr oft geträumt habe. Ich habe sowieso, also nicht nur vom TUS, sondern von vielen Sachen geträumt, die teilweise echt wahnsinnig spannend, interessant waren, teilweise auch ziemlich erschreckend. Aber ich kann es euch jetzt nicht, weil ich es jetzt nicht will, ich kann euch das nicht mehr zusammenfassen. Ich kann jetzt nur noch so diese Eindrücke, diese Impressionen euch ein bisschen rüberbringen können und nehme jetzt auch diesen Trailer hier zum Anlass, da jetzt den TUS reinzupacken, bevor ich dem jetzt wieder eine Sprachnachricht schicke und da noch mehr Arbeit habe. Das heißt also, ich schicke jetzt auch dem TUS diesen Trailer und da kann er ja, wenn er dann mag, sich den Hauptfilm anschauen. Ihr natürlich auch bei BitChute VK, die es bei Wake News TV machen, wisst ihr ja den entsprechenden Link. Ich empfehle BitChute, kopieren, Browserzeile reinfügen und dann ab damit. Und das ist jetzt auch hier nicht wieder eins, dem TUS eins auf die Nase zu hauen, sondern nur nochmal zusammengefasst, ich in vielen Gedanken bei Familien, wo ich mir da ja Sorgen mache, bei denen bin, mir vorstellen kann, dass es da Land unter oder Land über gibt und ich mich dann auch nochmal reinversetzt habe, was wäre denn tatsächlich noch gewesen, wenn ich jetzt zur Stunde in diesem Moment beim TUS in Hessen bei seinen Jungen gewesen wäre, was würde dann mit uns dort geschehen? Und lieber TUS, keep cool, hold the line und nichts gegen dich. Wir waren ja auch eine Familie und wir hätten auch eine sein können. Und nochmal, es hätte auch sein können, dass aufgrund widriger Umstände ich immer noch bei euch wäre, auch zu diesen widrigen Umständen. Und dann käme dann noch diese Krise dazu, um Himmels Willen, Matka Jedura. Also, okay, wer es denn dann wieder schauen mag, ich freue mich drauf. Der Trailer geht an den TUS raus und, also geht auch an den TUS raus und wer das jetzt anschauen mag, gerne. Und wenn ihr es anschauen magt, natürlich auch gerne. Okay, dann vielleicht bis gleich. Tschüss.